Bei Einsätzen gibt es eine Aktion, die nennen wir aktive Passivität. Also man tut aktiv nichts. Das hat damit zu tun, dass jede Krise so ein Auge des Sturms hat. Also es gibt keinen Sturm, der nicht auch mal Atem holen muss, um wieder zu neuer Kraft zu kommen. Es gibt keine Krise, die nicht zwischendurch auch mal ein kleines Tal in ihrer Katastrophe hat. Und diese aktive Passivität meint nicht, jetzt in eine Schreckstarre zu kommen und nichts zu tun, sondern sehr klar bei sich zu sein und bewusst und gezielt jetzt nichts zu tun, solange der Sturm anhält, sondern erst wieder in Aktion zu kommen, wenn der Sturm ein bisschen abflaut, um dann kraftvoller zugreifen zu können und etwas erreichen zu können. Also ganz platt gesprochen, bei Menschen habt ihr das ja auch. Also wer jetzt mit Narzissten oder sonst Cholerikern vielleicht auch zu tun hat, weiß, der Adrenalinspeicher reicht für 15 Minuten Schreien. Also du kannst dich dagegen stemmen, während der schreit, dann hast du auch ganz viel Stress. Der wird auch nicht weniger schreien und aufhören, nur weil du dich dagegen stemmst. Wenn du es einfach erstmal drüber wegspülen lässt und dann, wenn der Luft hat und nicht mehr genug Adrenalin und Energie hat, wenn du dann dagegen hältst und sagst, jetzt komm mal wieder runter, hast du deutlich mehr Erfolg. Das ist bei Situationen und bei Personen das Gleiche. Aktivität heißt nicht immer nur machen, machen. Aktivität kann durchaus sein, aktive Passivität, also gezielt jetzt nichts tun, um dann, wenn die Situation für dich deutlich günstiger ist, dann schnell zuzupacken und dein Ding umzusetzen.